Da eine Landung und gerade noch zum Spieltag gebracht. Bravo, nichts passiert. Gott sei Dank. Man muss nämlich eins dazu sagen, wir haben jetzt schon bei mehreren Modellen Radbremsen gesehen und bei Flugzeugen, die zwei Bahnfahrer haben, so wie das, ist die Radbremse doch ein ordentliches Risiko, weil die Vorderräder, die bleiben schon stehen. Allerdings verneigt sich dann das Flugzeug und reißt sich den Propeller ab, was manchmal natürlich besser ist, als das Flugzeug zu versenken, aber auf jeden Fall immer einen Schaden bedeutet. Thank you.